verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Schauen Sie mal. Ich hatte Angst, dass wir das eben nie verstehen. Schauen Sie mal. Ich bin ein ehrwürdiger Bürger. Auch diesen Deutschen. Und Deutschen, allen geht es schlecht. Ja. Auch? Wem geht's allen schlecht? Aber ihr könnt das doch nicht. Mir geht's doch nicht schlecht. Mir geht's doch nicht schlecht. Ja, das war ja klar. Ja, nee. Ich hab 40 Jahre gearbeitet. Ich hab 40 Jahre gearbeitet. Ja, trotzdem. Ich kann nicht mehr in die Stadt gehen mit meinen Enkelkindern, meine Frau, meine Schwiegertochter. Meine Schwiegertochter ist vor kurzem in die Stadt gegangen. Das sind die Schuld, die selber nichts haben. Und aus arabischer Bürger, junge Männer, gut gekleidet, schick, modernes Handy. Die ist noch nicht mal vorbeigelaufen. Ficky. Das ist das normal? Wenn ich das vor 4 Jahren gesagt hätte, hätten sie mich weggenommen als Sexualstraftäter. Bloß bei denen. Zu. Warum winken sie da an? Das ist die Wahrheit. Haben Sie sich mal den Strafbefehl angeguckt? Den haben Sie mir. Was der schon dafür Kerbholz hätte. Als Deutscher gehst du in den Knast, wenn du deine Steuern nicht zahlen kannst. Und solche Leute bleiben auf freien Fuß. Ist unverständlich. Unverständlich ist das. Und dann sind von den anderen Tatbeteiligten, die noch mit daran beteiligt waren, die sind immer noch auf freien Fuß und können weitermachen. Ja, da sind noch 8 dabei und die finden sie halt gar nicht. Die werden sie gar nicht finden. Die stechen die Nächsten dann wieder ab. Ja, klar. Und wissen Sie, warum es die Randale am Sonntag gab? Da ist einer an dem Grab oder an der Stelle vorbeigegangen, ein arabischer Bürger, und hat gesagt, scheiß Deutschen. Und da haben sie den Arsch getreten. Das war der Grund. Mit Recht. Und das haben die nicht gebracht. Den Arsch gedreht haben, das haben die gebracht. Drehen sie es immer andersrum. Jeder ist ein Nazi, der sich darüber aufregt, über diese unhaltbaren Zustände hier im Land. Und genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ach, zum Ausdruck bringen. Sie wollen zum Ausdruck bringen. Ich weiß, dass hier geredet wird. Ja, geredet wird ja, aber Sie leugnen doch alles.